jetzt sehe ich sie auch. Herzlich willkommen zu Stadtgespräch TV. Wir schauen uns heute mal an, wie hier die Apollo-Filiale entsteht. Von draußen ist schon Hämmern und Rattern vom gedämmten Baulärm zu vernehmen. In dem ehemaligen Fleischerladen geht es entsprechend geschäftig zu. Hier wartet schon Kathleen Lüdke auf mich. Die Augenoptikermeisterin will hier eine Apollo-Filiale eröffnen. Apollo heißt auch Franchise. Was bedeutet das überhaupt? Genau, das ist so. Apollo hat über 500 eigene Filialen und hat über 250 Franchise-Partner. Also Apollo bietet uns an, sich selbstständig zu machen, aber über den Namen von Apollo. Also wir werden weiter kundenorientiert arbeiten, immer tolle Angebote für unsere Kunden haben. Und ich bin seit 18 Jahren bei Apollo, bin da schon Filialleiterin in Berlin gewesen, kümmere mich jetzt natürlich hier um meine Filiale und ja, und freue mich natürlich, dass wir hier den Standort bekommen haben. Die Urprenzlauerin hat besonderen Wert darauf gelegt, die anfallenden Arbeiten an lokale Unternehmen zu vergeben. Das heißt, Erfahrung in Berlin gesammelt. Genau. Und aber, was ich auch noch gehört habe, ganz lange nach einem Standort gesucht. Ja, ne? Sehr lange. Also wir haben 1,5 Jahre dafür gebraucht. Also dieser Standort war schon sehr lange klar für Apollo, dass wir hier gerne hin möchten in dieser Region. Und dann habe ich halt bei der Wohnbau nachgeklingelt, bei manchen Vermietern, wie zum Beispiel auch Kaufland oder Marktkauf, um ein passendes Ladenlokal zu finden, was auch so diesen bestimmten Anforderungen entspricht. Die freigewordenen Ladenflächen in der Friedrichstraße waren ein Glücksfall für die Geschäftsfrau. Schnell waren sich die Wohnbau Prenzlau und die Augenoptikermeisterin einig. 3 Mitarbeiter werden für die Filiale tätig sein. Am 7. Dezember ist die Eröffnung. Und wir fangen mit einer tollen Aktion an, dass 50% auf die Gläser, das heißt, dass der Kunde immer ein Glas letztendlich geschenkt bekommt. Egal was für ein Glas, teuer, preiswert, der Kunde kriegt immer ein Glas geschenkt. Und wir haben eine tolle Ray-Ban-Aktion, das heißt Ray-Ban-Fassungen, Ray-Ban-Sonnenbrillen zu 50% reduziert und 25% auf Kontaktlinsen, also ist total super. Genau, eins ist noch zu sagen, die neue Eröffnung ist am 7.12. Ich bin gespannt, ich hoffe Sie jetzt auch. Bis zum nächsten Mal bei Stadtgespräch TV.